Ich fühle mich gut. Ich bin von der Ausdauer her, habe ich eigentlich so viel trainiert wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Habe richtig Gas gegeben mit dem Nick, auch in Dubai. Und ja, jetzt geht es halt daran, zu feilen, dass halt, wenn meine Sprints wieder zurückkommt, meine Power in den Sprints, in den Richtungswechsel. Und das werde ich jetzt trainieren. Ich habe eigentlich fast jeden Tag trainiert. Also Läufe habe ich von 7 Tagen, fünf Tage Läufe gemacht. Und dann habe ich halt jeden Tag Krafttraining. Das habe ich einfach durchgezogen. Stabilisation, gerade in den Bereichen, wo ich schwach bin. Und ja, vielleicht mal einen Tag frei, natürlich, klar. Ich habe noch keine Sprints, keinen Richtungswechsel. Ich war noch nicht im Zweikampf. Und das werden wir jetzt die ersten 1, 2 Wochen, daran werden wir arbeiten. Und dann steige ich so schnell wie möglich wieder ein. Und wir haben ja genug Zeit jetzt, um mich auf ein gutes Level zu bringen. Das heißt Lautsprecher, ich spiele einfach mein Spiel und dann ja, kann es jeder. In der Mannschaft Ja, oder Familie und so weiter. das mache ich, habe ich schon immer gemacht, auch mit 18, 19. Wollte immer meinen Teil dazu beitragen, immer Gas geben und jeder weiß doch, wenn du Leistung bringst, dann ist alles gut. Wenn du es nicht bringst, dann ist es nicht gut. Von daher, ich bringe einfach Leistung und dann kann jeder bewerten, ob ich Lautsprecher bin. Ich bin halt, ja, vom Typ her so. Also, es ist jetzt nicht gespielt, weil ich schon ein bisschen Erfahrung habe, sondern ich mache das halt einfach so, wie es mir gerade ist. Und wenn ich meine, mit einem Schrei kann man vielleicht einen aufwecken oder mich selber. Mich muss man ab und zu vielleicht mal anschreien. Ja, Aber nicht so laut. Ja, ich habe ja Vertrag bis Ende der Saison. Alles andere ist ja egal. Also Aber ich fühle mich wohl. Ich fühle mich hier wohl. Ich habe nur eins gehabt. Bei jedem Lauf habe ich an die Spiele gedacht, Gas zu geben für die Fans, für den Verein, für mich selber, Familie, alles. Also für die Leute, die mir jetzt geholfen haben. Was das jetzt betrifft, dann brauche ich jetzt auch nichts zu sagen, weil ich meine, Fußball, wenn ich jetzt sage, ich bleibe mein Leben lang und im Fußball passiert doch so viel, ist schon so viel passiert, dann wäre ich doch ein Labersack. Deswegen, ich sage gar nicht, ich fühle mich super wohl. Ich denke, das sieht man auf dem Platz und 60 ist trotzdem mein Verein, egal was passiert. Also von daher, aber ich konzentriere mich nur darauf, was wir jetzt vorhaben. Ist ein Top-Mann, für mich ist er 60 München. Er lebt es, er gibt uns alles mit auf dem Platz. Also es gibt eigentlich, ich kann jetzt nichts Negatives sagen auf jeden Fall. Wir sind erster Platz mit einer Mannschaft, wo sehr jung ist, mit 2, 3 erfahrenen Leuten, ja, sage ich mal. Und was man daraus gemacht hat, im Endeffekt jetzt auch keiner erwartet, dass es jetzt so, viele haben gesagt, ja, die Mannschaft braucht 2, 3 Jahre oder keine Ahnung, ein Jahr erstmal. Aber was wir jetzt daraus gemacht haben, denke ich, ist super positiv, wie die Fans mitziehen, wie alle mitziehen, ich denke. Es ist nur eins wichtig, dass wir einfach alle zusammenhalten und dann schauen mal, was geht. Was ich gelesen habe, 140 Zweitligaspiele, ich denke, der hat die Erfahrung und wenn der Trainer den will, dann weiß man schon, dass da was dahinter steckt. Der will ja nicht umsonst und wir haben eine gute Mannschaft und wenn jemand dazukommt, dann muss er schon was drauf haben und das hat er. Das ist keine Frage und wenn er zu uns kommt, dann freuen wir uns. Also ich freue mich, ich weiß nicht, wie es andere sind, ich freue mich. Und dann haben wir noch einen Spieler, wo Gas geben kann. Also und wenn keiner kommt, kommt keiner. Dann gehen wir halt mit der Mannschaft, sind wir trotzdem Erster gewesen. Natürlich auch die Spiele länger bestimmen, wie nur eine Halbzeit oder 60 Minuten. Da müssen wir schon ja, mal Tempo rausnehmen und alles und dann mal wieder einen tödlichen Pass, aber zu richtigen Zeitpunkt und, ja, und halt auch keine Wege umsonst laufen. Natürlich, also ich freue mich schon aufs erste Spiel, das ist am 24. gegen in Nürnberg, da wird es auch ein Heimspiel, da werden alle wieder kommen und darauf freue ich mich, weil ich habe schon ein paar Spiele gefehlt, da wo es richtig abging wie in Augsburg und so und solche Sachen will man natürlich mitnehmen, die Stimmung und alles und ich freue mich riesig, glauben Sie mir. Die sportlichsten Bilder aus München, unterstützt von Foto Video Sauter.